Hallöchen, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei. Wir sind's wieder, die Microwavers. 7 Days to Die. In der Apokalypse begleitet mich der BKB. Hallo, schönen guten Tag. Der Bob. Hallo. Der Zinni. Einen zinniastischen guten Tag. Der Baldur. Hallo. Und ich bin natürlich auch wieder mit von der Partie. Wie könnte es auch anders sein? Und ein Screamer, wie ich es gehört habe. Screamer? Ja, noch einer? Ohne Beine, mitten im Zaun. Nordwestseite. Erlöse ihn. Die arme Sau. Was macht ihr denn mit denen? Ich habe noch einen recht guten Motor mitgebracht, übrigens. Mhm. Ist das eine neue Qualität? Recht gut. Gelb. 285 oder sowas. Können wir eigentlich noch. Könnte man noch ein fünftes Minibike bauen, oder? Ja, wir sind ja eh jetzt mittlerweile in Vollbesetzung 6 Personen. Mhm. Also, ich will jetzt keinen nervös machen. Aber ich versuche mein Glück mit der Leiter nochmal. Soll ich mal versuchen, das aufzunehmen, dann funktioniert es nämlich mit Sicherheit. Nur für den Fall, dass. Dann gehe ich lieber jetzt schnell. Also, runter klappt auch ganz gut. Runter kommen sie alle. Runter klappt's, aber hoch kommst du nicht, oder wie? Ich würde an deiner Stelle mal Gedanken machen. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Baldur, du hast gesagt, wir hätten kein Leder. Wir hatten kein Leder, bevor Dice es mir gegeben hat. Und der Rest sind jetzt die 153 hier in der Kiste? Genau. Ah, okay. Dice hat es dir gegeben? Ja. Auch frag nicht. Ich brauche übrigens auch wieder noch ein bisschen Leder. Aber wir haben... Ist okay, ich nehme die Tierhaut und mache mir da Leder draus. Wir haben auch wieder über 700 Federn. Springs. Oh, dammit. Ich könnte nämlich auch langsam mal Pfeile gebrauchen, fällt mir auf. Ich brauche Baumwolle. Ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber ich habe da eben meine 30 Federn dazugelegt. Wow, so yeah. Deswegen sind das wieder so. Yeah. Das ist kein Problem. Es ist ja auch ein Geben und ein Nehmen hier. Genau. Lustren Runde. Er benutzt schon wieder diese komischen Fremdwörter. Runde. Ich glaube, dumme Sprüche sind bei uns echt genetisch veranlagt, BKB. So, dann nochmal 12-mal Eier mit Speck. Wirklich. Electrical Parts, Headlight. Ah, stimmt, für die Handlebars braucht man ja Mechanical Parts, von denen haben wir aber auch immer noch Tonnen. Ja, da haben wir zum Glück einige. Wo macht man denn die Federn hin? Wo Zinni und ich die ganzen Dinger gelootet haben. Mhm. Loot. Loot, 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 loot. Fehlt mir jetzt noch? Alles. Achso, ich muss die Handlebars natürlich auch erstmal da raus. So, jetzt. Fahrwerk ist noch hier in der... Ja. Hilfe, ne? Werde ich mir gleich nehmen. 420, auch nicht schlecht. Die Handlebars habe ich. So, alles andere. Ja, ich kann die Dinger halt schon in Blau herstellen. Ich habe Miscellaneous Crafting auf... durch die Decke geboostet. Perfekt, und ich habe einen Videobeweis. Ich habe gerade einen Zombie mit einem Baum erschlagen. Sehr gut. Baldur, du brauchst nur mein Trommelfell gekostet. Du brauchst dringend Hobbys, Baldur. Das ist freut. Und ich hab ein Video, weil das freut mich viel besser, das freut mich noch viel mehr. Wahrscheinlich wollte er weglaufen und war dann viel zu. Und ist in den Baum gerannt, der dann ganz unglücklich auf den Zombie gefallen ist. Oh Mann. So. Minibike Nummer 5 ist gleich am Start. Es ist sehr, sehr schwarzer Humor. Aber bei uns in Trier ist auch irgendwie so ein Baum umgefallen. Und
hat eine ältere Frau getroffen. Mhm. Und das war ein großer Baum. Und ich glaube, den müsste man fallen gehört haben. Zudem sind wir an diese Unfallstelle gekommen und haben gesehen, dass der Baum vorher noch gegen eine Wand geschlagen ist, also gegen eine Hauswand, und dann erst zur Seite umgekippt ist. Und da denke ich mir halt auch, wie das ausgesehen haben muss, wie die Frau dann wahrscheinlich versucht hat, den Baum wegzulaufen. Überbande ja. Einfach, Überbande. Oh, die Frau ist gestorben, böse. Aber über Slapstick darf man lachen, oder? Ja, so ein bisschen. Oh Mann, ja, aber das stelle ich mir auch ziemlich merkwürdig vor. Ja. Das ist schon irgendwie schräg. Baldur? Ja. Ich bin unterwegs zurück. Achso, nee, ich dachte gerade. Nee, heute. Nee, ist gut. Nee, völlig falsch. Hordennacht ist am Tag 21. Genau, 21, 22 Uhr. Ne, 20, 22 Uhr. Gestanden. Ja, ist ja nichts Neues. Aha, danke schön. Gerne, immer wieder. Das merke ich mir. Das merke ich. Ach, deswegen liebst du mich doch. Ach, wir haben schon. Wir könnten übelst viel Munition herstellen. Wir haben einfach 2694 Brass und 2718 Lead in der Schmiede. Wir haben Brass. Brass. Ist Brass am wichtigsten, weil das findet man eigentlich so. Also das kann man nicht abbauen, das kann man nur finden. Das ist echt irgendwie kacke. Hier, warte mal kurz. Ja, für euch okay, mal. Wenn ich die Munition herstelle, wenn ich das kann, dann könnte ich... Du musst die lernen, dafür brauchst du halt einen hohen Wert in ganz... Misting. Pfeile kannst du herstellen. Ja, da habe ich jetzt schon einige. Ja, das sind halt die Archaischen, da kriegst du Weaponsmithing hoch. Ja, oder halt eben, du gehst hin und machst halt Bolzen. Ja. Warum hat die eigentlich noch niemand... Noch Pfeilspitzen. Haben wir die noch? Mach welche in der Forge. Na, lass mich die machen. Okay. Ich kann Stahlpfeilspitzen machen, die machen wesentlich mehr Schaden. Ja, gut, okay, macht keinen Sinn, da Eisenpfeilspitzen reinzubraten. Da sind auch noch 300 noch was in der Kiste, die nehme ich einfach mal. Ach so, ja, dann sind aber das sind keine mehr in der Kiste, logischerweise. Das ist kein Problem. Ja, das ist nicht schlimm. Mit 300 Pfeilen kommt man halbwegs lange klar. Ja. Ich müsste mir auch nochmal welche machen. Nächsten Horde nach. Also, Dai, werf ruhig an. Also, ich werde mir auch nochmal Pfeile machen müssen. Für die Horde nach. Da reichen die 140. Ja, ich brauch Bolzen. Was braucht ihr, Madame? Ja. Oh, Bolzen. Leg die einfach in die Munitionskiste und dann kann da jeder ja. Und so, ne? Mhm. Läuft. Oh, Zingy. Ja, ich kann. Dein Haus wird schon begutachtet. Ah, okay. Ob es standfest ist. Habe ich aus der Entfernung gesehen. Aha, wieder die Jungs von der Baukontrolle. Mhm. Alles scheiße. Kacke. Sind alle drin? Nee. Nein! Nee, ich komm nicht. Warte. Run, Bob! Run! Warte. Da ist fehlt was. Wieso? Nicht, dass ihr da drüber lauft. Gut, nee, ich versuche vier Blöcke weit springen. Also ich versuche das jetzt nicht. Wieso? Hast du Angst, dass du so bist wie Dai, der nicht springen kann? Ja. Heiß ich Super Mario? Hab ich eine blaue Latzhose und eine rote Mütze? Hin und wieder. Also, eine blaue Latzhose hast du ja. Lassen? Nein, die ist wenn nicht du mich so fragst. Wenn du mich so fragst. Lass meine rosa Latzhose. Lass meine Latzhose. Oh. Bin ja schließlich auch die Prinzessin. Mhm. Hier eine schöne Prinzessin. Gibt es eigentlich fliegende Zombies, die es zu einer ziemlich dummen Idee machen, nachts auf dem Dach rumzulaufen? Oder ist das okay? Es gibt Hornissen, aber die kommen halt meistens nur bei Horden. Die müssten jetzt auch demnächst anfangen zu kommen. Ja. Dann komme ich doch mal wieder ins Haus, ne? Ach nö, wie gesagt, wenn jetzt eine Hornisse kommt, würde ich mich echt wundern. Dann laufe ich doch mal wieder aufs Dach, ne? Mach das.
Viel Spaß dabei. Erhol dich gut. Schick Bilder. Grüß die Kinder. Ich liebe diesen Defi-Sound von. Das ist einfach großartig. So, jetzt brauchen wir nur noch Hopfensaat, ne? Da kann ich Bier brauen. Ja. Und natürlich dann die Chemistry Station. Und stimmt, dann machen wir hier. Haben wir noch gar nicht gefunden. Kriegst du meistens beim Händler. Warte mal gerade, stopp halt. Was machen meine Pfeilspitzen, die ich nicht selbst bauen durfte? Die du gar nicht selbst bauen kannst. Ja, sind die in der Mache? Ja, das ja, sind gerade in der Mache. Kannst du welche rausnehmen? In der Forge, die ist im Erdgeschoss, stimmt das? Mhm. Genau. Nördliche Richtung links. Guten Tag. Hallo. Ich hätte da eine lustige Idee. Can you hear me? Schön hat er es hier gemacht. Hello, it's me. Can you hear me? Nur, dass er manchmal ein bisschen falsch rumgesetzt hat. Eieiei, jetzt kommen wieder die Details. Mhm. Nee. Wie kann er die einfach nur falsch rumsetzen? Fusch am Bau hier. Geht ja gar nicht. Leben lang gebaut. Jetzt geht das schon wieder so. So, dann probieren wir mal was. Wenn das klappt, freue ich mich. Ab wann geht's los? Wie viel Uhr? 21, also erst am nächsten Tag. Vor zwei Stunden quasi. Ja, also. Okay. Ach so, das ist am. In ja, 23 Stunden oder beziehungsweise fast 22. Ich dachte, das wäre jetzt schon Tag. Nee. Am nächsten Tag. Ach stimmt, es gibt ja neue Rüstung. Die geh ich mal holen. Was ist mein Wohlbefinden wert und wie steigere ich den? Indem du das richtige Essen isst. Ja. Halt und eben kein Dosenfraß, sondern selbstgekochtes und so weiter und so fort. Wo ist denn die aus? Wie wirkt er sich aus? Indem deine Lebensenergie und dein Stamina, also Ausdauer. Und deine Ausdauer steigen. Genau. Also die können steigen auf bis zu 200 maximal. Okay. Jetzt so klar. Okay. Was denn? Hat dein Versuch nicht geklappt? Nein, hat er nicht. Also nicht so, wie er sollte. Mhm. Ich hab Stroh die Treppe unterm Arsch weggekloppt. Das war knapp, ey. Warum macht ihr sowas? Damit es cool weil aussieht, aber du filmst sowas ja nicht. Ja, dann müsst ihr mir das ankündigen, dass ihr so Sachen macht. Ha, hat hingehauen. Sehr ansonsten mache ich Sachen, effektive Sachen, wie zum Beispiel meinen, weil ich dann meine Level erhöhen kann. Deswegen heißt es auch meinen. Ja. Mein Level, ne? Genau. Meins. Get on my level. Aua. Mein Kopf tut weh. Du, das ist genauso wie in einer der letzten Folge, das Lehm ist Lehm. Na. Das war schon hart. Das war schon wirklich. Ich habe fast ein bisschen geweint. Und nicht vor Freude. So, jetzt kommt man ja auch von draußen über die Mauer in den ersten Stock. Krass. Ich muss da bemängeln, dass in dem Stacheldrahtzaun sich doch das ein oder andere Loch eingeschlichen hat. Und dann ist da mittlerweile schon was kaputt. Mal wieder. Der hält halt nicht viel aus. Ja. Aber er ist halt, wenn größere Horden kommen, echt praktisch. Und wir müssen vor allem ganz wichtig gucken, dass wenn Cops kommen, dass sich alle auf diesen Cop konzentrieren, dass der nicht explodiert. Weil dann ist das Zeug instant weg. Mhm. Und zwar nicht übrigens, nur eine. Wir können übrigens mittlerweile Metallgaragentüren bauen. Sehr geil. Über die Workbench. Jetzt will ich was wissen. Ja, der Storch immer noch. Wenn das die Frage sein sollte. Okay,
Ich muss was probieren. Das wird unglaublich viel Material fressen. Es wird uns alle zum Weinen bringen, weil fast unsere kompletten Mechanical Parts dabei draufgehen, aber... Du willst so ein mechanisches Tor machen? Nein. Panzer. Way better. Was denn? Dafür muss ich aber dummerweise die Pfeilspitzen mal eben hinten anstellen. Was? Scheiß auf die Mechanical Parts, ey. Dicker, was? Okay. Tö? Dann schmeiß mir die einfach hin, die noch da drin waren. Nee, ich leg's in den Müll. Das waren jetzt aber nur noch 5 Stück, ne? Ja, ich war gerade vor 2 Sekunden erst da dran. Aber die 5, da dran wird's nachher, ne? Ja, scheitern. Wir werden alle sterben wegen dieser, was? Ja, nee, eben nicht, wir haben ja die 5. Ach so. So, jetzt meine Crafting Queue wieder bei guten 10 Minuten. Das heißt für mich... Alter! 2000 Holz, 100 Schmiedeeisen, 30 Mechanical Parts und 20 Federn. Was zur Hölle baust du da? No! You're going to see, my friend. Eine Flagge, um sie aufs Haus zu stellen. Genau. Ja. So eine kleine, so 3x3 Zentimeter. Eine Flak oder eine Flagge? Eine Flak. Eine Flak-Flagge. Eine Flak-Flagge. Bin weggeflackt. Weht im Wind und wirft random Bomben ab. So. Ganze Zeit in diesem winzigen Haus verlaufe. Respekt, schafft nicht jeder. Hört einiges dazu. Mhm. Okay, wir hatten da nach unten gegraben, mal spontan. Und Tunnel angelegt. Mine? Ja. Ich war noch nie in dieser Mine. Also, ich finde das nicht okay, dass du mich jetzt so an den Pranger stellst. Ich habe unten nochmal ein Quer... so ein paar gerade Gänge gemacht. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja. Knüpfe ich da an in der Tiefe, um nach Norden zu graben, in Richtung des... Dorf ist, das wir da bauen. Das war ich. Wie lange ist noch Folgenzeit? Ein paar Minuten. Screamer. Wo? Südosten. Warum jetzt fragst du? Also wenn es was Ultratolles, Megares ist, dann überziehen wir einfach. Gut, es ist was Ultratolles, mega. Also ich find's ultratoll und mega. Oder wir machen hier Schluss und machen noch einen. Für heute. Nee, wir überziehen. Okay. Überziehen ist eh viel cooler. Ja, macht ja keiner. Niemals. Wer würde sowas tun? Mhm. Kann ich durch den Stacheldrahtzaun durchschießen? Ja. Okay. Okay, das da hört sich interessant an. Ich komme mal hoch. Oh, der hat schon wieder den ganzen Stacheldraht kaputt gemacht. 2000 fucking Holz. Ey, das ist Wahnsinn. Ja, hier haben wir noch irgendwo Pfeile rumliegen. Kleine Bitch. Level up! Reicht schon? Nee. Die sind nur gestunt, BKB, ne? Ja. Ne, weil du dich direkt anderen zuwendest. Ach so, jetzt war er ja, okay. Und wenn die gestunt sind, machst du mehr Schaden. Always double tap. Nein. Was denn? Nix. Ich wollte einfach nur mal Nein sagen. Ja, okay. Ich wollte nur Steine holen für Pfeile. Oh, noch 3 Minuten. Was ich jetzt natürlich nicht bedacht habe. Ja. So, noch irgendwas.
kommt jetzt die Rampe wahrscheinlich hoch und fällt dann runter. Naja, ist so doof. Mist. Wenn ihr eine Armbrust benutzt, zoomt ihr oder benutzt ihr das Fadenkreuz? Ich zoome immer. Fadenkreuz. Ich habe jetzt gezoomt und ich finde es ein bisschen semi-gut im Vergleich zum Fadenkreuz. Ja. Ja. Ich mach's auch lieber mit dem Fadenkreuz wirklich. Gut, ich muss aber auch dabei sagen, ich habe noch einen Bogen als einziges. Ich auch. Weil ich die Armbrust überhaupt nicht mag irgendwie. Okay. Ja, außerdem ist ein Bogen viel stilvoller, so. Ja. Team Bogen. Yeah. Bob und ich sind Team Bogen. Team Maschinenpistole. Ja. Pistole habe ich auch noch. Und Team Shotgun. Team Raketenwerfer. Yeah. Ja, ich bin ja der Spezialist für den Raketen. Was habe ich noch so? Team Duct Tape. Oh, jetzt. Team ich bin eher so Team Kabel. Team, aber ich glaub, Team Woodboard Stacks with Railing. Top das mal. Okay, warte, ich versuch's. Was? Naja. Nee, ich hab nichts Cooleres. Das heißt ja, wir dürfen wieder raushauen. Ja. Ja. Okay. Ich lerne. I see. That's how we roll. Naja, das mit dem dürfen wir da raus und bin ich auch schon durch. Erste Folge, wo ich damals dabei war, ey. Da war der Sound, darf ich jetzt rausgehen? Ja, kannst rausgehen, dürfte sicher sein. manchmal kommt er ein bisschen früher. Ne, manchmal kommt er auch mittendrin, das ist das Fiese. So, ich leg mal Bolzen in die Munitionskiste. So, und? Drei. Zwei. Ich weiß, dass ich jetzt gleich kotzen werde, aber egal. Eins. Weil es nur 10 Haltbarkeit hat, oder was? Nee. Warte, ich will das sehen. Was auch immer. Reinforce. Oh, eine Axt. Ich bin ja nicht leicht. Drawbridge. Eine Hängebrücke. Eine verdammte Zugbrücke und sie braucht 15 Minuten, um fertig zu werden. Was? Aber nochmal die Materialliste. 100 Forged Iron, 2000 Holz, 20 Spring Feathers und 30 Mechanical Parts. Wie groß Alter. Ist sie denn? Und jetzt passt sie nachher nicht dahin, weil sie größer ist als... Dann bauen wir die beschissene Rampe um, das ist mir scheißegal. Wir bauen eine Drawbridge. Dann sparen wir uns nicht die Kacke mit dem... Haus, so, das passt. Ja. Wird das Haus so lange umkonstruiert. Ja, das ist ja egal. Wird ja eh alles nachher unterirdisch. Aber wie groß ist denn das Scheißding? Es ist relativ groß. Und wie lang brauchst du noch? 15 Minuten. Oje. Es hätte, glaube ich, fast 20 gebraucht, aber... Also es braucht jetzt noch 15 Minuten. 14 Minuten 16. Ey, wisst ihr was? Dann machen wir einfach eine neue Folge. Eine neue Folge! Da, wenn es euch gefallen hat und ihr demnächst wieder die Drawbridge sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben und ein Follow da. Schaltet ein, wenn es heißt Drawbridge in 7 Days to Die. Wir sagen 10.000 Likes, wenn ihr die Drawbridge sehen wollt. Ja, genau. 10.000 Likes drunter machen wir es nicht. Ansonsten wird es gescrapped. Bra! Genau. Na los, bedumm. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.